Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Digimon Masters Online mit Sir Pyran LP und Exceed, also unserem Ex-Wemon. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe bis Level 69 gelevelt jetzt am Wochenende. Wir haben ganz, ganz früh samstags. Bin extra früh aufgestanden, damit ich noch schnell leveln kann. Ja, mal schauen, wie das Ganze so läuft. Ja, wir haben 300% XP-Event, Wochenende, wie immer. Wisst ihr, kennt ihr? Ich habe so ein, zwei neue Sachen rausgefunden. Man kann in-game Cash-Klamotten kaufen für ein normales Pen-Geld, nicht Pen-Geld, für normales Geld, also ganz normal. Wenn ihr so zwei bis, ja, sagen wir 2,5 T klein habt, so ein bisschen Geld übrig an der Seite liegen habt, könnt ihr euch für 30 Tage so ein Set zusammenstellen. Beziehungsweise ihr könnt Oberteil und Hose für 30 Tage holen, Handschuhe und Schuhe leider nur für einen Tag. Und die geben euch jeweils 10% pro Ausrüstungsgegenstand bekommt ihr halt 10% EXP dazu. Finde ich ganz nice. Für 2,5 T ist schon nicht gerade günstig, aber es ist besser als 30 Euro für so ein komplettes Set auszugeben, finde ich persönlich. Deswegen ja. Ich werde euch das gleich zeigen, sobald ich mit dem hier Level 70 bin, wo ihr das Ganze dann kaufen könnt und wie das Ganze dann funktioniert. Falls ihr die ersten paar Folgen von mir verpasst habt, indem ich dieses ganze Item-Merge und bla 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 und ja, nebenbei schreibe ich noch mit jemandem. Ach so. Ah, 200. Ja, von diesem Event habe ich jetzt ein bisschen mehr. Okay, 220. Ghost Cookies, noch 80 Ghost Cookies, vielleicht schaffen wir das auch. Naja, ich bezweifle das, dass ich jetzt in einem Level noch 80 Stück bekomme. Wir haben jetzt in vier Leveln, die ich jetzt gerade gemacht habe, ich glaube so 60 Stück bekommen. Da kriege ich in einem Level keine. Da kriege ich keine Dingens 300 zusammen. Aber bis zum Livestream heute. Ach ja, genau, heute ist der Tag, an dem Livestream ist. Deswegen, hallo Leute in der Zukunft, wie war der Livestream? Hoffe, hat euch Spaß gemacht. Mir macht's eh immer Spaß, deswegen brauch ich gar nichts anderes dazu sagen. Ja. Genau, ich habe eine coole Idee. Ich werde jetzt eine eigene Gilde öffnen, nur für Dingens, für Abonnenten, Leute, die mich sehen, die Lust auf diese Gilde haben, dann, die irgendwie Bock haben, mal zusammen irgendwas zu machen. Die dann irgendwie bei Events dabei sein wollen, direkt, wenn ich irgendwas mal auch mal offscreen starte oder so. Leute, die dann zusammen auch leveln, wenn ich mal nicht da bin. So eine Mini, Mini, Mini Sir Pyrans, Digi-Ritter, Crew, Dingsda-Boomster. So könnt ihr euch das überlegen. ja, wenn ihr Bock habt, sagt einfach Bescheid. Die Gilde wird im Livestream, ja, im Livestream von der letzten Woche wird die Gilde kreiert bzw. eröffnet von mir persönlich natürlich. Und dann ja, schauen, was dabei so rumkommt. Wer alles Bock hat, kann. Natürlich ist die Gilde für jeden offen, solange ihr nicht anfangt, hier irgendwie Scheiße zu bauen oder so. Ganz einfache Regeln, seid nett, helft euch gegenseitig, fertig. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ja. Wie ich die Gilde nenne, kein Plan. Sehen wir dann. Mal gucken, was mein Superbrain mir dann währenddessen sagt oder so. Oh mein Gott, ich habe vergessen. Ja, egal. Ja. Leveln geht hardcore schnell, ehrlich. Gut, dass ich die ganzen Booster gefarmt habe in der Zeit, als dieses eine Event da war. Mit den TK-Boxen. Hilft auf jeden Fall übelst. Jedes Mal 200% EXP nochmal zusätzlich. Ja. Entschuldigung. Ja. Dingens, ganz wichtig, was ich sagen wollte. Dieses Event ist scheiße.
Also, ich habe, das ist bis jetzt das schlechteste Event, das habe ich, glaube ich, in schon mehreren Folgen jetzt gesagt. Das schlechteste Event, was ich je gesehen habe. Also, ich level jetzt locker schon 10, 12 Stunden, wenn man alles so zusammenrechnet. Und ich habe immer noch keine 300 Ghost Cookie zusammen. Am Anfang war die Drop Rate echt für den Arsch. Wir haben, glaube ich, 5 Stunden gelevelt und gerade mal 40 oder 50 Dinger zusammenbekommen hier in Digimon Maze. Und ihr seht, wie schnell ich die Viecher umklatsche. Und das zu zweit, also ging gar nicht klar. Jetzt mittlerweile geht's einigermaßen. Da droppst du bei jedem fünften, sechsten, ja, sagen wir bei jedem zehnten Vieh droppst du einen so einen Ghost Cookie. Das geht klar. Das ist jetzt. Es ist nicht optimal. Aber ich glaube, Joymax denkt sich einfach, beziehungsweise Move Games denkt sich einfach, das Ganze wäre dann viel zu einfach. Die Leute würden viel zu schnell wieder Zeug zusammenbekommen. Die würden weniger cashen, bla, Keks. Also ein Scheiß. Kennt ihr doch. Ja. 275 Abos haben wir jetzt mittlerweile. Ja, ich habe jetzt geplant, als nächstes irgendein Abo-Special zu machen. Ich habe noch gar keine Ahnung, wie ich sowas gestalten soll oder so. Sehen wir dann irgendwie wieder spontan irgendwas machen oder ich überlege mir echt was, setze mich mit ein paar Freunden, Let's Player-Freunden zusammen und lass mich ein bisschen beraten oder so. Ich habe noch keine Ahnung. Ja, ihr könnt sehen, das Leveln geht relativ schnell. Wir haben schon wieder 40% gerade erst Level abgeschoben, als ich die Aufnahme gestartet habe, kurz vorher. Ich level ja schon eine ganze Weile hier. Stunde ungefähr oder zwei. Ja, seit 8 Uhr. Wir haben jetzt 9:30. Ja, langsam kriege ich einen Pappmann und ich habe auch voll Schmacht. Ich brauche eine Kippe. Ganz wichtig. Ich habe mein Schlupfzeug schon vor mir offen liegen. Wollte gerade eine stopfen und dann bin ich Level abgekommen und dann musste ich halt die Aufnahme starten, weil ich gesagt habe, ein Level oder fünf Level davor starte ich wieder die Aufnahme und dann können wir weiter. Denn jetzt, dann könnt ihr sehen, wie er zu Level 70 wird und ja. Wir gehen jetzt gleich einmal kurz zur Bank, mein Omega Blade abholen. Nochmal vielen Dank an Musa für die super geile Spende. Mein kleiner Sponsor. finde ich cool. Dark Meter hat mir auch ein bisschen geholfen. Fand ich auch ganz nett. Finde ich cool sowas. Kommt ja euch zugute. Je einfacher ich vorankomme, desto mehr gibt es für euch zu sehen. So in etwa kann man das sehen, ja. ja, jetzt wurde ich gerade von, weiß ich nicht, ich habe den Namen vergessen. iSubside LP. iSubside LP. wurde ich gerade Dingens, wie heißt das hier, recommended. Mal schauen, wie schnell der levelt. Dann kriege ich dadurch auch nochmal ein bisschen Zeugs. Restock plus Fetage. Sure, LP. Sure, no problem. Ja. Restock plus Fetage heißt, der holt sich jetzt erstmal ein paar Sachen. Zum Beispiel, Food, DS, Kapseln, Dis, etc. Und ja, dann wie heißt und Fettage ist halt das hier oben, was ihr seht, was so langsam grau wird. Das muss ja wieder aufladen gehen, beziehungsweise so einen Bug benutzen. Den habe ich glaube ich schon tausendmal erklärt, kann ich aber nochmal machen. Wenn das Ganze hier grau ist, wird das orange und ihr werdet langsamer. Extrem langsamer. Euer Digimon wird auch langsamer. Ihr braucht Jahre, bis ihr angreift und all so ein Scheiß. Ganz einfacher Trick. Ihr zieht euer Oberteil aus, das was ihr anhabt. Am besten das, wo HP-Zeugs drin ist. Weiß ich nicht, HP plus 50 oder so reicht schon, wenn das nur da drin ist. Ihr zieht das aus, wartet so 20 bis 50 Sekunden. So in dem Schnitt, ich warte einfach immer eine Minute, ich mache mir währenddessen eine Zigarette oder sowas oder gehe schnell was trinken und so. Dann zieht ihr das ganz schnell an, das Oberteil wieder und heilt euch direkt. Dann habt ihr so um die, weiß ich nicht, 20% wieder volles Leben. Leben wird wieder angezeigt und ihr könnt ganz normal weiterleveln. Und das macht ihr halt dann jedes Mal, wenn das Ganze passiert. Ist zwar ein bisschen Aufwand, aber es ist besser, wenn ihr jetzt zum Beispiel Maze levelt, wo das Ganze sehr
fix passiert. Dann müsst ihr euch wieder ins Stats Center zurück.